Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Grim Dawn und auf geht's in die nächste Etage. In die Katakomben Level 3. Okay, hier werden wir also auf Andariel treffen, die nette Maid. Aber erstmal haben wir noch genügend mit anderen Gesocks zu tun, wie wir sehen. Alter, entspannt euch doch mal. Ernsthaft. Mal ernsthaft, Freunde. Was soll denn das, ja? Ist jetzt mal gut hier. So, ich fragte, ob gut ist. So, haben wir mal wieder einen Heldstrank genommen. Ich mag das zwar nicht, aber hey. Wir sind halt Magier. Mir fehlen die Heilungszauber, ehrlich. Ja, ist ja gut. Was war das denn? Keine Ahnung, warum der jetzt auf einmal das Fenster verloren hatte. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen gerade hier. Die drehen gerade hier so ein bisschen frei und dass ich da jetzt auch noch Alt-Tab gemacht habe, obwohl ich den gar nicht gemacht habe, war jetzt auch eher verwirrend. Hau ab. So. Ich könnte eigentlich Lightning hier mal reinpacken. Kistchen. Ja, Folge 1 lädt gerade hoch nach meinem Ausfall. Wobei ich ja halt noch nicht weiß. Also die Zahn-OP, die ich haben werde, ist am 14. Das ist ein Montag. Das heißt, in der nächsten Woche wird es dann auch noch Folgen geben. Allerdings kann ich dann eben halt eine Woche drauf. Da muss ich jetzt gucken, wie lange. Ah, scheiße. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man dann hier direkt dahinter ist. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall müsste ich dann gleich... Ach, hau ab, Freunde. Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee, oder nicht? Ich glaube es nicht. Alter, wer war das denn? Oh, was geht denn hier ab, bitteschön? Wer hat mir denn da gerade eben einen so verpellt? Das konnte ich jetzt irgendwie nicht gutheißen. Ist da irgendwie ein Boss dabei? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen die Wirkung ist so vom Schaden her. Oder die machen einfach nur so ganz gut Schaden. Beides ist möglich. Hei. Aua, sag ich da nur. Das ist aber auch beide, das habe ich auch gut, ich habe es ja so gewollt, aber beide Zauberklassen nix an Überlebensfähigkeiten haben, ist ein bisschen schwierig. Ganz bald, das sieht irgendwie nach Andariel aus. Falls nicht, verschwende ich jetzt gerade hier einen. Ich bin mir jetzt nicht... Ja, wusste ich's doch. Hatte ich das auch richtig in Erinnerung? Ja, Freunde. Wir müssen erstmal das Gesocks drumherum uns verabschieden von. Hau ab, Lady. Hau, weg da. Beweg dich da weg. Das ist jetzt übrigens auch mal echt doof, fällt mir gerade mal auf hier. Nein,
Hau ab. Hau ab. Move to. So, besser. Weil in diesem Falle ist Bewegung das Ein und Alles. Weg da. Warum greifst du nicht an? Was soll denn das? Arsch. Willst du mich jetzt verarschen? Wartet mal eben, bitte. Lightning. Move to. Willst du mich verarschen? Ich muss da mal eben was ändern. Irgendwas ist da gerade eben richtig schief gelaufen. Warum? Nee. Was ist denn hier bitte schön los? Oh Mann, lass mich doch hier einfach mal stehen, Mann. Ich muss da weg. Die lässt mich nicht. Ich muss mal eben durchs Portal hier. Ich komme gleich wieder. Ich komme. Nein, 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 nein. Puh. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken hier. Warum? Lightning, Static Field, Weapon Attack, was? Charge Bolt ist das nicht, oder? Doch. So, und da dann. Move to, hau ab. Und dann holen wir mal eben hier. Sind wir eben verstorben? Ich weiß es gar nicht so genau. Ob ich jetzt fuck you. Auf sie mit Gebrüll. Ja, wir haben aber... Nee, haben wir nicht. Oder doch haben wir. So, Madame, jetzt reicht's aber hier. Es reicht, Madame. Auch was auch immer du angreifst, ich find's okay. Dann mache ich mal eben Z. Z, bitte. Ach, ich kann sie nicht wieder herrufen gerade. Aber das hat mir auf jeden Fall viel Freude gemacht. Wieso ist das Iskandril weg? Keine Ahnung, warum das jetzt weg war. Ja, 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 ja. Das ändern wir mal schnell. Warum funktioniert... Achso, alles klar. Vielleicht sollte ich auch hier jetzt wieder... Halt die Schnauze, Lady. Mit ihrem scheiß Giftgeraffel hier. Raus da. Lieber nochmal Vorsicht. Da hörst du mal auf. Vorsichtshalber nochmal einen reingeben. Komm, stirb. Na also. Blueprint Relic Sanctuary. 8% Health. Ja, ja, das machen wir gleich. Katan Sigil. Set Amulet. Crit Damage. Attack Rating. 3% Experience Gain. 8% Reduced Stamina Duration. Und 7%. Aha. Ach, halt die Fresse. Ich meine nicht, dass ich mit der wirklich was anfangen könnte. Nicht so wirklich. Mhm. Nehmen wir mal hier. Und den können wir mal eben wegschmeißen. Den mal eben hier hin. Und dann das. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal eben um nach Kiste oder so. Ich weiß gar nicht, ob hier noch eine war, aber bevor Magic mich gleich wieder schlägt, gehe ich nochmal im Gucken. Ach, hier ist noch ein Gegner. Hi, Arschloch. Da ist eine. Können wir das hier 15% Magic? Aha. Nehmen wir erstmal mit. Magic Damage ist ja immer schön, aber das war doch nicht alles hier, oder? Sieht aber hart danach aus. Naja, zumindest verstorben sind wir nicht.
Man muss das ja durchaus auch mal positiv sehen, aber das ist wirklich die einzige Kiste hier, oder? Ich sehe hier sonst keine. Hier brennt zwar fleißig und hier ist hier Thron, aber eine Kiste ist hier keine. Was ich mal relativ doof finde. Man hätte uns hier ruhig mal eine Kiste stehen lassen können. Aber irgendwie ist unsere Gegnerin geizig. Irgendwas zum Lernen oder so. Was ist das hier? Anarchie. One-Handed Maze. 62 minus Macht. Chaos Damage. Hm. Nicht so richtig. Electric plus Lightning Damage. Ist Offhand. Wartet mal eben. Ich will mal was gucken. Wenn ich sage, wir packen... Na Moment, das machen wir mal nicht hier. Dann würde ich sagen, verpissen wir uns hier, weil hier ist auch wirklich nichts für uns zu holen. So rein gar nichts. Dann porten wir uns jetzt mal eben zurück. So, zurück, zurück, zurück. Was? Ach, hier war ich falsch. Sagt das doch einer. Ja, das sollte jetzt eher unproblematisch sein. Tschüss. So, wir gehen erstmal verticken. Ja, ich weiß, du bist questtechnisch durch. So. Nein. Definitiv nein. Auch nicht. Poison and Vitality. Nope. Das müssen wir nicht verticken. Mm-mm. Plus 8% Lightning Damage, 17% Frostburn, Electricity. Das hört sich ein bisschen was, aber Firestrike, das nutzen wir nicht. Das ist ärgerlich. Ansonsten ist der gar nicht so scheiße. Das können wir auch gleich mal in die Kiste packen. Das Ding hier sowieso. Panettis Replating Missile, ja, weiß ich nicht. Nee. Könnten wir zwar das skillen, aber hat nicht so dolle funktioniert. Minus 2 Damage per Second. Ja, den könnte man nehmen, auch wenn der Skill darauf nicht so toll ist. Und dann in die Offhand das entsprechende, was uns vielleicht auch nach vorne bringt. Was kann der denn? Crit Damage. 25 Armor, 16 Schieden. Na, wir blocken nicht. Das ist Blödsinn. Der bringt uns aber... Ja. Defense können wir ein bisschen besser mit überleben, aber... Magic Damage, Strain, Skills, Cooldown wird weniger. Und hier auch nochmal. So machen wir das mal. Obwohl, Moment mal. Ja, das ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Genau, das ist erstmal der, den wir verwenden werden. Bogen nutze ich nicht. Das ist was zum Basteln. Das ist ein Set Shield, das müssen wir auch nicht verticken. Nö. 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 Auch auf gar keinen Fall, aber das müssen wir auch nicht wegschmeißen. So, das Rennen dann der zweiten Folge ist fertig. 6% Elemental Damages Resistance ist natürlich auch nicht so scheiße. Aber nee. Nee. Er kann auch weg. Irgendwo haben wir doch gerade noch Vitality Damage. Ich will mal eben hier
Yep. Intelligence. Aber hier habe ich Madame drin, ne? Ich guck mal, ob ich da was Besseres habe. Wahrscheinlich habe ich was Besseres, aber... Magic Amulett. 8% Chaos Damage. Bla, ich mache kein Chaos. Ja. Stand Retaliation. Ich glaube aber, den kann man ruhig nehmen. 54 Attack Rating, 9%. Ab dafür. Nee, der ist jetzt nicht so. Den können wir jetzt auch mal weghauen. So, den Rest mal eben hier gleich in die Kiste packen. So. Packen wir erstmal die Mets hier rüber. Wie waren das noch? So war es richtig. Habe ich jetzt die Medaille gewechselt? Nee, nicht wirklich. Ist jetzt auch egal. So, dann können wir hier mal eben eine Quest abgeben gehen. Nee, noch nicht. Kann ich hier nicht noch irgendwas machen? Nochmal mal eben hier zur Chefin gehen. Ja, bla. Du hast mir also auch nicht so viel zu sagen. Wir könnten jetzt ja nochmal eben zur Schmieden gehen. Die war ja hier oben. Weapons and Armor, mal eben gucken. Nee, das war das nicht. Forge, nee. Wo waren das? Da. So. Consumables, wo waren das jetzt noch? Belts. Feed, Fokus, Hands, Helms, Legs. Die sind natürlich auch nice wegen den 22%. Die könnten wir sogar bauen. Was haben wir denn jetzt an? Was können die denn jetzt? Acid Damage, Poison Damage. Also im Grundsatz nicht wirklich. Wir machen das einfach mal. Kann ich die gleich nochmal eben verkaufen? Ja. Shields. Wo ist denn hier verdammt nochmal? Focus, Feed. Chest, Belts. Da ist es gar nicht mit dabei. Empowered Relics. Glittery Vitality Damage, Rampage Physical Damage, Chance of Piercing Sanctuary, 8% Health Strength Requirement, 20% Resist. Ach, weiß ich auch nicht. Wieso zum Teufel? Ah, hier ist es ja. Mavis Lance. Kann ich nicht bauen, weil mir dafür die Ether-Kristalle fehlen. Schade, schade, schade. Man kann nicht alles haben. Na gut, wir machen uns jetzt auf den Weg und damit möchte ich diese Folge auch beenden. Hier kann ich jetzt ja eh nichts weitermachen. Okay, pack in. Ein Devotion Point rewarded, alles klar. Achso. Hallo? Ach, bla. Warum? Ah ja, ich wollte gerade sagen, eben hat er mich das nicht machen lassen. Na gut, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Auch wieder 20 Minuten. Naja, wie das halt so ist. Ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.